Endlich wieder Fußball im Edmund-Plambeck-Stadion in Norderstedt. Die Eintracht empfängt den Niendorfer TSV zum U19-Pokal-Achtelfinale. Die Gäste aus Niendorf sind aus der A-Junioren-Bundesliga gerade abgestiegen, haben in der abgelaufenen Saison nur einen Sieg in 19 Spielen holen können. Die Eintracht hat seinerseits den dritten Platz in der Regionalliga Nord belegt und heute will man natürlich ins Viertelfinale einziehen. Die Mannschaft von Andreas Prohn in den roten Trikots von links nach rechts. Das ist die erste erwähnenswerte Szene. Eckball und dann der Rebound. Und dann hält Tom Burmeister den Fuß hin und macht das 1:0 für die Eintracht. Die Ecke war gut getreten, nicht gut geklärt vom NTSV und dann die Hereingabe scharf vors Tor. Tom Burmeister, eigentlich gelernter Innenverteidiger, macht das Tor für die Eintracht. Die Führung ging in Ordnung, allerdings lief bei beiden Mannschaften noch lange nicht alles rund. Natürlich muss man sich erst finden, beide Teams befinden sich in der Vorbereitung, sind neu formiert, also einiges noch an Arbeit für die beiden Trainerteams. Nach der Trinkpause meldeten sich die Gäste aus Niendorf zum ersten Mal zu Wort. Achtung, Lattenknaller und dann ist der Ball im Tor. Aber die Fahne geht sofort hoch, Abseitsposition im 5-Meter-Raum und wir können das hier belegen. Da steht er wohl mit einem Schritt in der verbotenen Zone. Richtige Entscheidung des Schiedsrichtergespanns. Es bleibt also vorerst beim 1:0. Und diesen nicht gegebenen Treffer des NTSV nahm Eintracht Norderstedt zum Anlass, wieder nach vorne zu spielen. Gut aufgelöst. Ein Riesenloch im Zentrum bei den Gästen. Der Ball kommt in die Spitze und dann ist es da das 2:0. Ede Zimmermann mit dem Treffer für die Eintracht. Toller Abschluss, toll gespielt. Bei diesem Treffer war deutlich zu erkennen, dass fußballerisch die Vorteile ganz klar auf Seiten der Eintracht liegen. Zur Halbzeitpause steht es also 2:0. Ein deutlicher und verdienter Vorsprung für die Eintracht aus Norderstedt. Bei den Gästen aus Niendorf findet Trainer Oliver Madejski zur Pause ein paar kühle Worte bei hochsommerlichen Temperaturen. Rein in den zweiten Spielabschnitt. Norderstedt jetzt von rechts nach links. In der zweiten Hälfte wurde Niendorf deutlich besser. Die Mannschaft von Oliver Madejski zeigte eine Reaktion. Sie wollten hier zurückkommen. Das ist die Möglichkeit. Und der Ball ist abgefälscht. Und die Szene ist dann erst bereinigt. Norderstedt mit deutlich weniger Spielkontrolle als in der ersten Hälfte. Man hat das Gefühl, die Mannschaft hat etwas den Faden verloren. Niendorf erobert den Ball und kontert. Der starke Pass in die Spitze und jetzt der Antritt von Mo Abdel Al-Ali. Er lässt sie alle stehen und macht den Anschluss für den Niendorfer TSV. Der Treffer ist absolut verdient. Die Mannschaft aus Hamburg hat eine starke Reaktion gezeigt in der zweiten Hälfte. Eine Einzelaktion beschert der Mannschaft also den Anschluss. Und jetzt war das Spiel wieder spannend. Es war wieder Feuer drin. Die Gäste glaubten wieder an sich. Die Hereingabe ist gut an den zweiten Pfosten. Niendorf war dem Ausgleich jetzt deutlich näher als Eintracht Norderstedt dem dritten Treffer. Mitte der zweiten Hälfte spielte die Kraft natürlich eine ganz große Rolle. Und bei den Gästen hatte man das Gefühl, dass der Tank nicht mehr ganz voll war. Fehler und dann das Foulspiel und der Elfmeterpfiff. Eine absolut korrekte Entscheidung. Wir können das hier gleich nochmal sehen. Ein plumpes Foul, da geht er nur in den Stürmer herein. Es tritt an Benjamin Drecker und er bleibt ganz cool. 3:1 für die Eintracht. Mit diesem Treffer hatte man das Gefühl, war den Gästen aus Hamburg der Zahn gezogen, aber Niendorf gab sich noch lange nicht auf. Die Ecke wird geklärt und dann ein super Abschluss an den Querbalken und dann ditcht der Ball nochmal auf dem Aluminium auf. Riesendusel für die Gastgeber, toller Schuss, am Ende fehlte Niendorf in manchen Szenen das Glück. Die 70 zugelassenen Zuschauer sahen ein munteres Pokal-Achtelfinale. Und da ist die nächste Riesenmöglichkeit. Und das war die letzte in diesem Spiel. Kurz darauf war Schluss. Eintracht Norderstedt steht im Pokal-Viertelfinale und trifft dort am kommenden Samstag auf den HEBC. Wir hören noch den Trainer Andreas Prohn. Also,
Die erste Halbzeit war sicherlich besser als die zweite Halbzeit. Trotzdem waren wir auch da schon punktuell nicht zufrieden. Uns fehlte auch ein bisschen die Leidenschaft, ganz ehrlich gesagt. So, vielleicht haben wir auch zu hohe Ansprüche, das kann auch sein. Wir müssen uns auch alle noch kennenlernen, das ist ja noch nicht so lange her. Wir sind jetzt in der vierten Woche mit Training. Und die zweite Halbzeit war einfach zu passiv. Warum auch immer. Wir haben teilweise mit einer Fünferkette gespielt, obwohl wir mit einer 3-4-3 spielen wollten. Das sind so Automatismen, die bei Spielern dann irgendwann greifen, wenn man müde wird, wenn man sich unsicher ist, soll ich jetzt rausgehen, soll ich nicht rausgehen. Und zum Schluss aber habe ich sie nochmal wirklich daran erinnert, dass wir früher stürmen müssen. Da fand ich uns auch wieder besser. Ausgelassene Stimmung nach dem Spiel in der Mannschaft. Die Freude über den Einzug ins Pokalviertelfinale ist groß. Der Pokaltraum des FC Eintracht Nordder steht, lebt also weiter.